Ich rufe auf Top 13 unserer Tagesordnung, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs Fraktion Die Linke, Gesetz zur Änderung des Hessischen Feiertagsgesetzes. Und zur Berichterstattung ist der Kollege Jörg-Uwe Hahn vorgesehen. Aber ich denke, dass Herr Lenders die Berichterstattung vornimmt. Bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Beschlussempfehlungen des Innenausschusses zum Gesetz der Änderung des Hessischen Feiertagsgesetzes, Drucksache 20-2667. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD, Freie Demokraten gegen Die Linke und SPD. Vielen Dank. Vielen Dank. Als erste Wortmeldung darf ich Herrn Dr. Grobe von der AfD ans Rednerpult bitten. Sie sind ja gut, Entschuldigung. Ja, sorry. Bei der zweiten Lesung kann man es auch anders machen. Insofern, es liegt mir nicht vor. Also, Herr Dr. Grobe. Ich entscheide das, der Herr Dr. Grobe hat jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete! Wer meine Rede in der ersten Lesung aufmerksam verfolgte, konnte feststellen, dass diese in weiten Teilen parallel mit einem Namensbeitrag des deutsch-jüdischen Historikers Michael Wolfsohn aufwies. Auch Wolfsohn kommt zu dem Ergebnis, dass, ich zitiere ihn, aus damaliger Sicht der 8. Mai 1945 für die meisten gewiss keineswegs nur Befreiung war. Sehr wohl und eindeutig befreit fühlten sich die NS-Opfer, die wenigen überlebenden Juden in Europa und die noch geringere Zahl der überlebenden deutschen Juden. Die meisten Deutschen, auch außerhalb der Reichweite der Roten Armee, fühlten sich nicht befreit. Zitat Ende. Und er führt weiter aus. Die rächende, raubende oder vergewaltigende Soldateska, meistens der Roten Armee, machte zwischen NS-Opfern und Tätern keinen Unterschied. Dieses Leid, welches vielen unschuldigen Menschen widerfuhr, ist und bleibt im Geschichtsbewusstsein der Deutschen tief verwurzelt, auch wenn nicht wenige Politiker und Medien hierüber gerne den Mantel des Schweigens decken möchten. Zumal in den 1950er Jahren seitens des Bundesministeriums für Vertriebene eine wissenschaftliche Kommission einberufen wurde, die eine Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa mit über 1.000 authentischen Augenzeugenberichten und Dokumenten erstellen ließ. Unser Fraktionsvorsitzender Robert Lambrou hält diese Dokumentation gerade hoch. Man schätzt, dass fast 1 Million deutsche Frauen am Ende des Zweiten Weltkrieges von alliierten Soldaten vergewaltigt wurden, von Amerikanern, Briten, Franzosen und Russen. Allein in Berlin wurden im Frühsommer bis Herbst 1945 mindestens 110.000 Mädchen und Frauen vergewaltigt. Ich möchte Ihnen zwei Schicksale kurz vortragen. Dora wurde 1945 von den Russen verschleppt und in ein Zwangsarbeitslager im Uralgebirge gebracht. Entnahme von Arbeitskräften nannte man das. Die Verschleppten waren lebende Reparationszahlungen der Deutschen. Im Gulag hauste Dora in einer Scheune und wurde fast täglich und vergewaltigt, bis sie psychisch und seelisch zerstört 1948 nach Deutschland zurückgeschickt wurde. Die andere Leidensgeschichte stammt von Johanna R. Dieses Mädchen wurde im Alter von 12 Jahren auf ihrer Flucht von Döbeln in den Westen mehrfach von russischen Soldaten vergewaltigt. Anschließend warfen sie das Kind wie ein Sackzement einfach aus dem Fenster. Diese körperlichen und seelischen Schmerzen wurde sie zeitlebens nicht los. Letztlich entschied sie sich für den Freitod. Und nun meine Frage, die ich erst an die Ersteller dieses Gesetzentwurfs richten möchte.
Ist das Ihr Verständnis für eine Befreiung, liebe SED? Und nun möchte ich diese Frage an die entkernte CDU der Merkel-Regierung richten. Können Sie vor Ihrem früheren Bundesvorsitzenden Helmut Kohl verantworten, dass die Linken damit durchkommen, dass der 8. Mai zu einem Gedenktag bundes- bzw. landesweit erhoben wird? Ich frage deshalb, da das zweite von mir genannte Schicksal seine Ehefrau Johanna, genannt Hannelore, betraf. Was würde Ihnen Helmut Kohl dazu sagen? Er war es, der die Wiedervereinigung, die wirkliche Befreiung der Mitteldeutschen vor dem Joch der Sozialisten ermöglichte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zum Schluss noch auf eines hinweisen, weshalb der 8. Mai als Gedenktag untauglich ist. Und das hat wiederum mit der SED und der DDR zu tun. Denn am 17. Juni jährt sich zum 68. Mal der Gedenktag des Volksaufstandes in der DDR. Nur der 17. Juni wäre somit als wirklich verbindender Gedenktag aller Deutschen tragfähig. An diesem Tag wurden mindestens 55 Demonstranten getötet. Es gab über 1.500 Freiheitsstrafen mit 19 vollstreckten Todesurteilen. Hunderte wurden nach Sibirien in Zwangsarbeitslager deportiert. Wer nun diesen Gesetzentwurf der SED unterstützt, akzeptiert, toleriert und relativiert letztlich die Verbrechen der sozialistischen Diktatur. Wollen Sie das wirklich? Denken Sie alle auch daran, dass es die Linkspartei ist, die jedes Jahr am 8. Mai in Berlin am antisemitischen Al-Quds-Tag mitmarschiert und diesen ideell unterstützt. Dieser Al-Quds-Tag dient dazu, den arabischen Anspruch auf ganz Jerusalem zu untermauern und zur Vernichtung Israels aufzurufen. Dass die Linke mit Hermann Klenner einen ehemaligen Nazi in einem ihrer höchsten Ämter bis heute duldet, ist einzigartig unter allen hier anwesenden Fraktionen. Aber Klenner scheint seinen Weg bei der Linkspartei gefunden zu haben. Denn als langjähriger Stasi-Scherge hat er auch in der DDR Furore gemacht. Dort geißelte er zudem den Zionismus. Schämen Sie sich! Hier zeigt sich nämlich exemplarisch, worum es Ihnen in Ihrem Antrag geht. Es geht Ihnen um die Vertuschung Ihrer Leichen im Keller, die Sie als unbenannte SED reichlich hinterlassen haben. Nicht zu vergessen, dass bis 1953 über 96.000 NSDAP-Mitglieder in die SED aufgenommen wurden. Tausende weitere in den Blockparteien wie der CDU. Nicht wenige gelangten auf hohe Positionen. So viel zur antifaschistischen Linkspartei. Vielen Dank. Ich bitte darum, dass ein Protokollauszug von dieser Rede gefertigt wird. Weisen Sie hin, Herr Dr. Grobe, dass eine Gleichsetzung der Linken mit der SED nicht dienlich ist. Ich stelle es jetzt hier fest. Und als Nächster hat der Abgeordnete Schaus das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Herr Dr. Grobe mit Vergewaltigungen von alliierten Soldaten diese Rede begonnen hat, ist bezeichnend genug, dass ich jedes andere Wort darüber verliere, kein anderes Wort darüber verlieren möchte. Ist bezeichnend genug. So. Also Ihre Geschichtsklitterung, Ihre Verdrehung sozusagen der Tatsachen täuscht nicht darüber hinweg, dass der 8. Mai ein Tag der Befreiung ist und dass es darum geht, sozusagen das System, das in Deutschland das menschenverachtende System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, wir alle befreit wurden. Und so formulierte es auch der Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner vielbeachteten Rede anlässlich des 40. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs im Deutschen Bundestag. Dazu hatten wir bereits vor einem Jahr anlässlich des 75. Jahrestages einen Gesetzentwurf eingebracht, in dem wir einen hessischen Feiertag forderten.
Bereits bei der ersten Lesung unseres Gesetzentwurfs am 6. Mai letzten Jahres hatte mein Fraktionskollege Jan Schalauske darauf hingewiesen, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs halb Europa in Schutt und Asche lag und durch das faschistische Deutschland ab 1939 ein Vernichtungskrieg entfesselt wurde, dem weltweit 65 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Rassenideologie der Nazis gipfelte in dem bis heute unvorstellbaren Verbrechen der Shoah, bei dem alleine 6 Millionen Jüdinnen und Juden auf grausamste Weise ermordet wurden. Und deshalb ist und bleibt der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung. Es hat in der deutschen Geschichte leider sehr lange gedauert, bis sich diese Erkenntnisse zumindest mal gesamtgesellschaftlich mit einigen sozusagen Ausgrenzungen durchgesetzt hat. Gerade in heutigen Zeiten des Aufstrebens nationalsozialistischer und europafeindlicher Stimmen stellt das Gedenken an den 8. Mai 1945 ein wichtiges und notwendiges Zeichen für Friedenswillen, Völkerverständigung, Demokratie und Menschenrechte dar. Auch vor dem Hintergrund, dass in absehbarer Zeit keine Zeitzeugen der NS-Vergangenheit mehr werden berichten können, ist ein Feiertag, der gesellschaftspolitische Diskussionen anzuregen vermag, von besonderer Bedeutung. Deshalb hatte sich die Holocaust-Überlebende und Vorsitzende des Deutschen Auschwitz-Komitees, Esther Bejarano, in ihrem offenen Brief vom 26. Januar 2020 an die Regierenden und alle Menschen, die aus der Geschichte lernen wollen, gefordert, der 8. Mai muss ein Feiertag werden, ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Es sei überfällig seit 7 Jahrzehnten. In Zeiten, in denen Rassismus, Antisemitismus und völkisches Gedankengut immer stärker um sich greifen und eine selbsternannte Alternative vieles in unserer Demokratie infrage stellt, müssen wir immer wieder entsprechende Zeichen setzen. Und dafür ist der 8. Mai ein wichtiges Datum. Aus guten Gründen haben zahlreiche andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen den 8. Mai zum offiziellen Gedenktag erklärt. Im letzten Jahr war der 8. Mai im Land Berlin auch ein Feiertag. Unser Gesetzentwurf wurde am 6. Mai letzten Jahres an den Innenausschuss zur weiteren Beratung überwiesen. Gerne hätten wir dazu eine Anhörung durchgeführt. Wir haben uns aber mit den anderen Fraktionen darauf verständigt, zunächst die interfraktionellen Beratungen mit dem Herrn Landtagspräsidenten abzuwarten, weil für uns eine gemeinsame Verständigung mit den anderen demokratischen Fraktionen des Landtags stets im Vordergrund stand. Aufgrund der Corona-Pandemie fand nach mehreren fehlgeschlagenen Initiativen des Herrn Landtagspräsidenten am 16. Februar 2021 eine gemeinsame Videokonferenz der Obleute des Innenausschusses dazu statt. Dabei versicherte ich nochmals, dass bei unserer Fraktion ein würdiges Gedenken am 8. Mai im Vordergrund stehe und wir im Falle einer gemeinsamen Verständigung über einen Gedenktag bereit wären, unseren Gesetzentwurf zurückzuziehen. Um zu einer solchen Verständigung zu kommen, schlug ich vor, auf der Grundlage eines gemeinsamen Antrages, der von allen demokratischen Fraktionen im Landtag von Schleswig-Holstein eingebracht wurde, weitere gemeinsame Beratungen durchzuführen. Dieser Antrag mit der Drucksache 19/2172 hat folgenden Wortlaut, ich zitiere, Bekenntnis zum 8. Mai als nationalem Gedenktag. Der Landtag wolle beschließen. Der Schleswig-Holsteinische Landtag bekennt sich dazu, den 8. Mai in Schleswig-Holstein zum Gedenktag zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und der Befreiung vom Nationalsozialismus auszurufen und ihn würdig zu begehen.
Die Landesregierung wird gebeten, sich für einen entsprechenden Gedenktag auf Bundesebene einzusetzen. Begründung: Das Ende des schrecklichen Zweiten Weltkriegs in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht und die Befreiung von der Nazidiktatur jähren sich im Jahre 2020 zum 75. Mal. Der Tag markiert damit auch den Grundstein für unsere heutige freiheitliche Demokratie, den es im gesellschaftlichen Bewusstsein wachzuhalten gilt. Dass wir heute in einem Land leben, dessen Verfassung die Achtung und der Schutz der Würde des Menschen als oberste Richtschnur allen staatlichen Handelns vorschreibt, ist keine Selbstverständlichkeit und war den Menschen in Teilen unseres Landes lange verwehrt. Diese Erfahrung verpflichtet uns und die zukünftigen Generationen, aus unserer Geschichte zu lernen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Werte unserer Verfassung nie wieder durch Nationalsozialismus und politischen Extremismus infrage gestellt werden. Ein klares Bekenntnis hierzu ist heute wichtiger denn je. Auch die Friedenspolitik muss wieder zur zentralen Aufgabe internationaler Politik werden. Spätestens nach den NSU-Attentaten, dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlägen von Halle und Hanau ist ein klares Zeichen und der Schulterschluss gegen Rechtsextremismus, Nationalismus und jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit notwendig. Der 8. Mai als nationaler Gedenktag ist hierfür der richtige Anlass, sich daran zu erinnern. Ich bin immer noch beim Zitat. Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker, Entschuldigung, hat hierzu in seiner berühmten Rede anlässlich des 40. Jahrestages des Kriegsendes am 8. Mai 1985 die richtigen Worte gefunden, in welchem Geist dieser Tag als nationaler Gedenktag begangen werden sollte. Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden mussten. Er ist zugleich ein Tag des Nachdenkens über den Gang unserer Geschichte. Je ehrlicher wir ihn begehen, desto freier sind wir, uns seinen Folgen verantwortlich zu stellen. Zitat Ende. Dass wir heute in zweiter Lesung dennoch über unseren unveränderten Gesetzentwurf beraten, hat einzig und allein damit zu tun, dass es leider nicht gelungen ist, auf der Grundlage dieser Antragsvorlage zu einem Ergebnis zu kommen. Noch schlimmer, obwohl der Text von mir allen Obleuten aller Fraktionen bereits am 16. Februar übermittelt wurde, gab es dazu keine gemeinsamen Gespräche. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Herrn Landtagspräsidenten Rhein für seine Bemühungen, zu einer angemessenen Regelung zu kommen. Ebenso bedanke ich mich auch bei der Kollegin Eva Goldbach, die Grünen, die sich sehr um eine einvernehmliche Lösung bemüht hat. Dennoch macht es mich heute sehr traurig, dass offensichtlich eine weitere Beratung und eine einvernehmliche Vereinbarung erneut am Dogma der CDU mit der Linke unter keinen Umständen einen gemeinsamen Antrag einbringen zu wollen gescheitert ist. Dass dieses Dogma, komme es, was wolle, und egal, um welches Thema es sich handelt, nun so unerbittlich selbst beim Gedanken um den 8. Mai weiterverfolgt wird, macht mich traurig und sprachlos und wütend dazu, sage ich an dieser Stelle. Deshalb steht heute unser ursprünglicher Gesetzentwurf zur Abstimmung an. Und ich befürchte, wir stehen nächste Woche am 8. Mai erneut ohne ein angemessenes Ergebnis da. Schade. Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich nun Frau Goldbach das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, diesen Wortbeitrag der AfD vorhin, finde ich, kann man nicht unkommentiert stehen lassen. Denn es ist die Verantwortung aller demokratischen Parteien, deutlich zu machen, was hier passiert. Der Hinweis auf die Kriegsverbrechen, die im Zweiten Weltkrieg geschehen sind, dient einzig und allein
dazu, die Verbrechen, die monströsen Verbrechen der Nationalsozialisten zu relativieren. Und das darf in diesem Land niemals geschehen. Niemals. Es war das nationalsozialistische Deutschland, die den Zweiten Weltkrieg entfacht haben, die Europa und die ganze Welt in einen Krieg gestürzt haben mit unendlich vielen Toten und Leid und Zerstörung. Und wir sind froh, dass wir die richtigen Lehren daraus gezogen haben. Und ich bin froh und dankbar, lieber Herr Kollege Schaus, dass Sie das Thema immer wieder auf die Tagesordnung bringen. Denn Sie haben völlig recht, der 8. Mai ist und muss ein Tag des Gedenkens und der Erinnerung bleiben. Wir sind uns nicht ganz einig darüber, ob das ein Feiertag sein soll und dem hessischen Feiertagsgesetz dementsprechend eingerichtet oder nicht. Wir sind der Meinung, wir müssen daraus keinen Feiertag machen. Aber unser gemeinsames Anliegen, einen Gedenk- und Erinnerungstag zu machen und den auch zu gestalten und da aktiver zu werden, das ist unzweifelhaft, und daran werden wir weiterarbeiten. Ich hatte vor knapp einem Jahr den Vorschlag gemacht, dass ich die – ich bin übrigens nicht erkältet und habe kein Corona, sondern Heuschnupfen, ist auch lästig – den Vorschlag gemacht, dass sich die Obleute des Innenausschusses mit dem Landtagspräsidenten treffen, um gemeinsam zu überlegen, wie wir hier im Landtag eine Erinnerungsveranstaltung, Gedenkveranstaltung gestalten können und die auch über den Landtag hinaus ins Land tragen, Initiativen aufnehmen, die in Hessen schon bestehen und sich im Moment noch entwickeln. Es hat ein bisschen gedauert, auch wegen Corona, bis wir das Gespräch hatten. Das konnte leider auch nur digital stattfinden. Aber ich danke ausdrücklich dem Landtagspräsidenten, Herrn Boris Rhein, für seine Offenheit und seine Aufgeschlossenheit und den Kollegen der demokratischen Parteien für dieses Gespräch, das tatsächlich sehr konstruktiv war. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass wir dann nächstes Jahr, wenn hoffentlich auch Corona vorbei ist, wir wirklich eine schöne Veranstaltung zum 8. Mai machen können. Und ich bin froh, dass wir den Blick jetzt gemeinsam in die Zukunft richten können, nämlich mal überlegen, wie können wir das denn zukünftig gestalten, so ein Erinnern, so ein Gedenken. Und ich finde, da müssen auch verschiedene Perspektiven entwickelt werden und möchte mal eine dazu ansprechen, nämlich eine hessische Perspektive. Es wäre schön, wenn wir auch in den Blick nehmen, was in Hessen vor der Deportation und Ermordung der hessischen Jüdinnen und Juden war. Wenn wir anhand von Spuren, Zeugnissen und Dokumenten an jüdisches Leben vor dem Holocaust erinnern. Und ich möchte das mal an einem Beispiel anschaulich machen. Das Haus Speyer in Alsfeld-Angenroth ist in meinem Wahlkreis. Das ist ein kleines Dorf. Und im Jahr 1900 bestand fast ein Viertel der Dorfbevölkerung aus jüdischen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Und 1861 waren das sogar noch deutlich mehr, da war es nämlich fast die Hälfte. Es war auch ganz interessant, weil die Synagoge stand mitten im Dorf. Dort, wo sonst in den hessischen Dörfern die Kirche steht, da stand die Synagoge. Die hat übrigens zwar den Holocaust überlebt, wurde aber 1961 abgerissen, um dort ein Gefrierhaus zu errichten. Das zeigt uns auch, dass wir uns da schon deutlich weiterentwickelt haben. Das würde heute nicht mehr passieren. Heute ist ein viel besseres und stärkeres Bewusstsein dafür in der Bevölkerung und der Politik, dass wir diese Zeugnisse der jüdischen Kultur unbedingt erhalten müssen. Und sowas würde heute nicht mehr abgerissen. Die Synagoge, wie gesagt, steht nicht mehr, aber das Haus Speyer steht noch. Das wurde in der Nachkriegszeit noch bewohnt, stand Jahrzehnte leer und ist fast völlig verfallen. Das ist ein Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert. Und dass es erhalten wurde, ist allein dem Engagement vieler zivilgesellschaftlicher Akteure zu verdanken. Das waren Menschen, die haben unverdrossen, alle Schwierigkeiten überwindend, permanent und mit finanziellen Nöten den Verlust des Gebäudes verhindert. Und im Jahr 2014 haben eben diese Leute einen Verein gegründet, Gedenkstätte Speyer-Angenroth. Und der hat 2015 angefangen, das Gebäude zu sichern. Und in der Folge wurde das Dach völlig neu aufgebaut, die Fassade saniert und innen wurde eine Gedenk- und Erinnerungsstätte eingerichtet. Was mir besonders gefällt, es gibt wunderschöne Bilder davon, Fotos, bei der Sanierung halfen Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan unter fachlicher Anleitung mit, dieses Gebäude zu sanieren. Und die haben da einen Großteil der Arbeiten beim Innenausbau und bei der Sanierung der Fassade geleistet. Und ich finde, das ist ein schönes und hoffnungsvolles Zeichen in dieser Zeit. Applaus
Das Haus Speyer ist jetzt also eine Erinnerungs- und Bildungsstätte, und das ist allein dem Engagement von ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken. Und jetzt kann künftigen Generationen eben die jüdische Tradition des Ortes in Erinnerung gerufen werden. Und diese Initiative hat auch, und dieser Ort, den Ehrenamtspreis, den Hessischen Denkmalschutzpreis 2017 dafür bekommen. Das fand ich sehr angemessen. Letzten Sommer hat die Eröffnungsfeier stattgefunden, und ich war auch da. Und ich will versuchen, Ihnen ein bisschen die Stimmung zu vermitteln, die an diesem Tag dort herrschte. Diese Ausstellung zeigt mithilfe von Fotos, auch Tonaufnahmen und anderen Dokumenten auf sehr anschauliche Weise, wie dieses lebendige Dorfleben früher aussah und auch dieses sehr schöne Miteinander von jüdischen und christlichen Dorfbewohnern. Und an diesem Tag, es war ein sonniger, schöner Sommertag, war zu spüren, es gibt Hoffnung. Man konnte spüren einen gemeinsam getragenen Geist der Zuversicht, nämlich Zuversicht, dass es kein Vergessen geben wird. Und Zuversicht, dass an diesem Ort die kommenden Generationen lernen und begreifen werden, dass sie die Verantwortung übernehmen und die Erinnerung lebendig halten müssen. Und so hat dieses Haus Speyer einen unglaublich wertvollen Beitrag geleistet zur Erinnerung an jüdisches Leben in Hessen. Und es ist nur eines von vielen Beispielen. Wir haben noch mehr davon. Aber es legt sich ein Schatten auf dieses großartige Projekt. Ein dunkler Schatten. Es sind die zunehmend judenfeindlichen Parolen. Es sind gewalttätige Angriffe auf jüdische Mitbürgerinnen am helllichten Tag. Es sind die Verunglimpfungen und Beleidigungen jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Öffentlichkeit. Es sind die rechtsextremistischen Kameradschaften und Zusammenschlüsse, die unverhohlen ihre menschenverachtende Propaganda verbreiten. Und das Problem ist ein Teil der Bevölkerung, und der ist leider nicht gering, der dieses Gedankengut übernimmt oder einfach nicht widerspricht. Und es verwundert deshalb nicht, und das ist der Schatten, der über diesem Haus liegt, dass bereits vor der Eröffnung des Speyerhauses im September 2020 die Berater des Landeskriminalamts geraten haben, das Speyerhaus gegen Angriffe aus der rechten extremen Ecke zu sichern und konkrete Vorschläge hierzu vorgelegt haben. Das finde ich traurig. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist die besondere Herausforderung unserer Zeit, jüdisches Leben in Deutschland zu beschützen. Denn es gibt heute wieder eine reale Bedrohung für Jüdinnen und Juden in Deutschland und in Hessen. Und diese Bedrohung geht vom rechten Rand unserer Gesellschaft aus. Sie richtet sich nicht nur gegen unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern gegen alle, die in den Augen dieser Rechtsextremisten anders sind, die nach ihren Vorstellungen nicht dazugehören. Die tödlichen Anschläge von Halle und Hanau sind das Fanal für diese Bedrohung. In Erinnerung an den 8. Mai 1945 haben wir heute deshalb zwei Botschaften. Denjenigen, die andere ausgrenzen, die Argwohn schüren, Hass verbreiten und selbst vor Gewalt nicht zurückschrecken, sagen wir, ihr werdet nicht gewinnen. Und all denjenigen, gegen die sich diese Bedrohungen richten, sagen wir, gleich woher ihr kommt und gleich wohin euch euer Weg auch führen wird, ihr gehört zu uns. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der 8. Mai ist für uns Deutsche ein Tag des Erinnerns, und er muss für alle Zeit ein Tag des Erinnerns bleiben.